kurzen Überblick. Na, erstmal muss ich mich ja vorstellen, ne? Wer mich noch gar nicht kennt. Ja. Ich bin Patricia und ich gebe jetzt einen ganz kurzen Überblick, wie der heutige Abend hier abläuft. Ich werde den Abend beginnen und euch mein neues Druckgrafikbuch Versprechen vorstellen. Danach wird sich die Anke literarisch auskotzen. Nein, schon falsch. Nein, rheinisch auskotzen. Nein, Levin macht halt die Hälfte von seinem, dann ich und dann nochmal Levin. Also übrigens, der Levin macht dann seinen halben Part, dann kommt die Anke, dann wieder Levin, dann wieder du. Dann ist Schluss. Ach, okay, dann ist Schluss. Und dann, wer sich dann auch selber nochmal auskotzen möchte, der ist herzlich willkommen, hier vorne seine Gedanken, Gefühle oder was auch immer hier dann uns mitzuteilen. Jetzt habe ich das allerdings vorhin schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, aber wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe dort noch so kleine Geschenkideen hingestellt zum Kaufen. Ich kann auch zu den einzelnen Sachen gerne was sagen, wenn Interesse besteht, und wer dann schon mal ein Geschenk zum Beispiel auch für Weihnachten schon haben möchte, einfach mal auf mich zukommen, mich ansprechen, wie auch immer, dann können wir darüber auch nochmal quatschen. Okay, jetzt möchte ich mich aber auch über die vielfältigen Versprechen auskotzen. Achso. Alles gut. Es kotzen mich die falschen Versprechen, die ständig gemacht werden, an. Oder haben sich alle doch nur versprochen? In meinem Buch Versprechen werde ich unterschiedliche Arten von Versprechen näher beleuchten. Zum Beispiel die Versprechen von den reichen Unternehmen gegenüber den Menschen in den ärmeren Ländern. Aber auch das einfache Wahlversprechen als versprochene Worte. Die Themen hierbei sind nicht neu, sondern wohl bekannt. Aber ich möchte noch einmal aufmerksam machen, unter anderem mit einem grafischen bzw. illustrativen Blick. Die genannten Länder gelten als Beispiele, denn falsche Versprechen gibt es überall. Die Machart des Buches ist eine Kombination von Holzschnitt, Digitaldruck und Siebdruck. Und insgesamt gibt es 5 Auflagen. Es kotzen mich die falschen Versprechen an, dass reiche Agrochemiekonzerne das jährliche Sterben von Menschen an Pestizidvergiftung nicht endlich stoppen. Den Landarbeitern wird ein gutes Einkommen und somit den Erhalt ihrer Familien versprochen. Ich beziehe mich hier auf einen Bericht einer ARD-Dokumentation. Alle giftigen Pestizide, DDT oder auch die neuen und modernen Giftcocktails werden in den reichen westlichen Ländern produziert. Und dann werden diese Gifte an die Drittländer als harmlose Pflanzenschutzmittel verkauft. Auch in diesen Ländern gelten strenge Sicherheitsbestimmungen, wie man mit den giftigen Pestiziden umgeht, wie zum Beispiel das Tragen von Atemgeräten und Schutzkleidung. Ganz zu schweigen, dass diese Arten von Pestiziden in Deutschland seit 20 Jahren nicht mehr zugelassen sind. Eine solche Schutzausrüstung ist jedoch für die meisten armen Landarbeiter nicht bezahlbar und wegen der tropischen Temperaturen sowieso nicht verwendbar. Für die Leute, die das Mittel ohne Schutzkleidung verteilen, besteht ein hohes gesundheitliches Risiko bis hin zur Lebensgefahr. Hinzu kommt, dass viele Bauern Analphabeten sind und daher die Sicherheitshinweise für die hochtoxischen Stoffe nicht lesen können. Viele Bauern glauben sogar, dass diese Gifte Düngemittel zur Ertragssteigerung seien für ihre Mais- und Bohnenpflanzen. Die Hersteller der Gifte waschen ihre Hände in Unschuld und verweisen lapidar auf die Gebrauchsanweisung. Laut der Weltgesundheitsorganisation in Genf vergiften sich jedes Jahr 500.000 Menschen im Umgang mit Pflanzenschutz- und Insektenvertilgungsmitteln. 5.000 Todesopfer fordert die moderne Agrarchemie pro Jahr. Das sieht man jetzt hier leider nicht so ganz genau, aber dann erkläre ich es mal ganz kurz. Hier ist das Gift, was eigentlich auf die Pflanze gesprüht wird. Das ist doppeldeutig. Einmal ist es der Salatkopf, aber was auch für uns die Welt ist. Und hier stehen noch so einzelne Länder rein. Hier zum Beispiel Portugal, das sieht man hier nur relativ schlecht wegen des Druckes, weil es grün ist. Nur ganz kurz.
damit man versteht, was das überhaupt soll. Oben am Original, ja, genau. Buch Versprechen angucken. Dankeschön. Die Lebensmittelindustrie versprechen uns Menschen in den westlichen Ländern, dass wir frische und gesunde Lebensmittel bei ihnen kaufen. Aber die meisten Lebensmittel, die in den westlichen Ländern importiert werden, sind mit den giftigen Pestiziden bearbeitet worden. Also sind auch wir als Endverbraucher betroffen. Laut Spiegel fanden Experten der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit erschreckende Ergebnisse. Sie fanden Rückstände an Giften bei Obst- und Gemüseproben aus der Dritten Welt. Etwa ein Viertel der untersuchten Tropenfrüchte aus den Philippinen enthielt erhöhte Rückstände an DDT, Aldrin oder Heptachlor. Auch entdeckte man in Deutschland HCB-Rückstände im argentinischen Rindfleisch, DDT in Gänsen aus dem Ostblock oder Heptachlor bei chinesischen Kaninchen. Daher bleibt die Frage, was essen und trinken wir eigentlich gerade? Es kotzt mich an, dass Kinder verliehen werden, für einen Steinbruch zu arbeiten, mit dem Versprechen, schnell die Familie aus deren Schulden zu holen. Marmor, Granit, Schiefer und auch Sandstein gehören zu den wichtigsten Exportgütern Indiens. Über 110.000 Tonnen Steine liefert das Land jedes Jahr nach Deutschland. Vor allem Pflaster und Grabsteine. Laut den Recherchen des WDRs sind die Steine, die auf den Kölner Heumarkt verwendet wurden, von indischen Kindern geklopft. Der Lieferant der Steine für den Kölner Heumarkt, so teilte das Amt für Straßen- und Verkehrstechnik mit, habe erklärt, die Kinderhilfsorganisation UNICEF erstelle zurzeit ein Zertifikat. Daraus gehe hervor, dass Kinder in diesen Steinbrüchen nicht eingesetzt würden. Diese ausgestellten Zertifikate, die aufzeigen, dass keine Kinderarbeit bei dem Kölner Heumatenstein im Spiel sind, können nicht echt sein. Denn Fakt ist, dass UNICEF solche Arten von Zertifikaten gar nicht ausstellt. Laut Spiegel haben mindestens 55 deutsche Städte, darunter auch Stuttgart, sich verpflichtet, keine Baumaterialien mehr zu kaufen, bei denen nicht zweifelsfrei sichergestellt ist, dass sie ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt werden. Aber das deutsche Vergaberecht verlangt, dass die Auftraggeber dem Grundsatz der Sparsamkeit entsprechend für das wirtschaftlich günstigste Angebot entscheiden. Bei den Bietern dürfen sie neben dem Preis auch auf die Leistungsfähigkeit, Sachkunde und Zuverlässigkeit achten, aber nicht auf soziale Aspekte. Und seien diese noch so elementar. Die spricht dafür, dass der deutsche Vergaberecht die skandalösen Arbeitsbedingungen nur noch weiter fördert. Jetzt komme ich zu der Auflösung, zu der Grafik, die auch überall auf den Flyern waren oder auch in Facebook. Die Grafik habe ich auch immer jetzt in Facebook genommen. Und diese Illustration steht in Verbindung zu der Grafik zuvor. Das ist eine Einheit. Und es sind die weinenden Steine als Symbol für die Opfer in Indien, die für unsere Steine mit ihrem Schweiß und vor allem Blut hart arbeiten müssen. Ich denke da besonders an die Kinder, die als Schuldknechte verliehen werden. Aber bei einem durchschnittlichen Tagesverdienst von nur 1,50 Euro bei Erwachsenen müssen eben auch die Kinder mitarbeiten. Ja, das spricht für sich. Es kotzt mich an, dass das grün-blaue Logo von Fairtrade einen fairen Handel versprochen wird, obwohl wir uns dieser Sache nicht gewiss sein können. Jeder Einkauf wird zur guten Tat, der die Welt beim Produzenten ein Stückchen besser macht. Ist die Ware fair gehandelt, bezahlt man auch mal ein wenig mehr. Oder ist es doch eher ein Geschäft mit dem Spiel des sozialen Gewissens? Laut dem WDR macht der Handel mit dem Idealismus der Käufer 90 Millionen Euro Umsatz im Jahr beim Wachstum von 30%. Meine Illustration ist einmal als Aufforderung zu sehen, den fairen Handel zu unterstützen, aber auch den versprochenen fairen Handel zu hinterfragen, ob dieser wirklich fair ist. Denn wissen wir, was wirklich bei einem Bauern ankommt?
Die Bauern in Nicaragua zum Beispiel bekommen mit dem Fairtrade nur 25 Euro mehr als die anderen Bauern. Und die Mitarbeiter bei einem Fairtrade-Exporteur bekommen nur den Mindestlohn von 100 Euro im Monat, was natürlich viel zu wenig ist. Da bleibt die Frage, wo geht der Gewinn eigentlich hin? Wer seine Ware mit dem Fairtrade-Siegel auszeichnen lassen möchte, muss strenge Auflagen erfüllen und regelmäßige Kontrollen akzeptieren. So ein Fairtrade-Siegel ist aber sehr teuer und auch Fairtrade ist gewinnorientiert. Also, wie fair sind die Produkte, die wir kaufen? Beispielsweise beim Bio-Dinkel-Butterkeks von Rewe. Hier sind es nur 21% der Zutaten, die aus einem fairen Handel kommen. Und das liegt knapp über der Mindestmenge. Dennoch trägt das gesamte Produkt das bekannte Gütesiegel. Ist unser Shoppen mit unserem sozialen Gewissen da noch real oder ist es nur ein versprochener Trend? Wir haben unsere Heimat verlassen, um weit weg auf einer Finca zu arbeiten. Zwei meiner Brüder sind auf der Finca gestorben. Philipp, den Ältesten, habe ich nicht gekannt. Ich war 8 Jahre alt, als mein Bruder Nikolas starb. Und ich habe ihn sterben sehen. Er war der Jüngste von uns und gerade 2 geworden. Er hatte einen ganz geschwollenen Bauch. Aber meine Mutter konnte sich nicht um ihn kümmern, weil sie sonst ihre Arbeit verloren hätte. Wir wussten nicht, was wir mit ihm machen sollten. Außer uns arbeiteten nur noch 2 aus unserem Dorf auf der Finca und die übrigen auf verschiedenen anderen Plantagen. So fehlte uns der Zusammenhalt. Wir arbeiteten zwar in Gruppen, aber mit Leuten aus anderen Dörfern zusammen, die wir nicht verstanden, weil sie eine andere Sprache sprachen. Spanisch verstanden wir auch nicht. Wir konnten uns nicht verständigen, aber wir brauchten doch Hilfe. An wen sollten wir uns wenden? Der Aufseher hätte uns wahrscheinlich gleich davon gejagt, hätten wir etwas gesagt. Den Patron kannten wir noch nicht einmal. Meine Mutter war am Boden zerstört. Diese Illustration stammt von einem Bild, von einem ganz anderen Bild, was ich mal gemacht habe. Und für diejenigen, die mal wissen möchten, woher manchmal so eine Grafik kommt, wo der Ursprung liegt, habe ich das Ursprungsbild da mal mitgebracht. Oft hat man einfach mal so eine Idee, ob man es kribbelt, aufschreibt oder auch, wie in diesem Fall, habe ich da herumexperimentiert. Und so eine Ideenskizze kann dann wieder ein Teil von einem komplett anderen Projekt werden, wie bei mir bei dem Buch Versprechen. Der Grund dieses Bildes besteht aus geschöpften Zeitungs- und Kaffeefiltertütenpapier. Die Zeitung zeigt die pure Information, das heißt allgemein über die Ausbeutung von Kaffeebauern und zusätzliche Werbeanzeigen über den Kaffeegenuss. Durch das Schöpfen sind die Artikel als solche nicht mehr erkennbar. Es ist die Vergänglichkeit des Lebens dieser Artikel. Ein Papierbrei von Information auch in unserem Kopf. Vielleicht ein Informationsbrei oder auch ein Überhang von zu vielen Informationen. Die organische Form, die man sieht, ist mit Kaffeepulver ausgelegt. Sie ist der Blutkreislauf des Menschen von der Lunge durch das Herz, Leber, Niere, eben der Kreislauf. Es ist aber auch der Kreislauf des Lebens von den Reichen und den Armen. Also auch eine Wiederholung. Einerseits läuft der Kaffee durch den Körper von den reichen Menschen als Genussmittel, aber auch das Kapital aus dem Kaffeeverkauf. Andererseits als Zeichen für die Ausbeutung, auch hier der Kreislauf, sie zahlen mit ihrem Schweiß und Blut bis zum Tod. Das Kaffeepulver selbst zeigt, worum es überhaupt geht. Im Laufe der Zeit bröselt das Pulver von dem Bild ab. Die Kaffeespuren verschwinden. Es ist die Vergänglichkeit des Menschen in den Drittländern und das Vergessen in den westlichen Ländern. Nur in dem Augenblick des Betrachtens denkt man an die Ausbeutung. Schaut man weg, vergisst man es auch wieder. Es ist also eine emotionale Berührung nur für einen Augenblick. Es kotzt mich an, dass die wirtschaftliche Macht so groß ist, dass die meisten politischen Versprechen bewusst nicht eingehalten werden.
Es kotzt mich an, dass viele Ärzte ohne ein Gewissen die Geburtstagsgeschenke von 16-Jährigen erfüllen. Die Berufsbezeichnung Schönheitschirurg gibt es überhaupt nicht. Und daher ist diese Berufsbezeichnung in Deutschland auch nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen, ob Dermatologe, Zahnarzt oder Heilpraktiker, und sich damit bereichern. Viele der Schönheits-OPs haben keine wirklichen medizinischen Gründe. Der beliebteste Eingriff bei Frauen ist die Brustvergrößerung. Man schätzt die Zahl dieser Vergrößerungen hierzulande auf bis zu 20.000 pro Jahr. Es folgt dann die Fettabsaugung und danach kommt die Lidstraffung. OPs sind hip und hip sind auch die Ärzte. Denn eine Schönheits-OP ist eine Dienstleistung. Das heißt, wer einen guten Namen hat, kann auch höhere Preise verlangen. Nach Schätzung geben allein die Deutschen zwischen 800 Millionen und 1,8 Milliarden Euro pro Jahr für Schönheitseingriffe aus. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Es kotzt mich an, dass oft bei einem Zeitgeist nur die Narben als Zeichen der falschen Versprechen zurückbleiben. Wer kennt diese ganzen Promi-Fotos nicht, die uns mit ihren mittlerweile Fratzen jeden Tag anstarren? Diese Bilder sollten uns doch abschrecken. Laut Dreisatz steigt die Zahl der Korrekturen, so mit den verfuschten Schönheits-OPs, enorm an. Professor Gubosch, der hier im Stuttgarter Marienhospital in der plastischen Chirurgie arbeitet, kann das nur bestätigen. Fast die Hälfte der Nasenkorrekturen, die 2012 am Stuttgarter Marienhospital durchgeführt wurden, waren Korrekturoperationen, die den Pfusch anderer Ärzte beheben sollten. Im Kosovo oder in der Türkei sind Nasenoperationen bereits für 200 Euro zu haben. Doch wenn dann die Nase nach der OP unansehnlicher ist als vorher und wenn man dann noch nicht mal Luft bekommt, dann muss erneut operiert werden. Nicht nur, dass eine Schönheits-OP verfuscht sein kann, sondern manchmal geht es um Leben oder Tod. Und nur, weil man einen Makel nicht mehr haben möchte. Wie viele der Operationen tatsächlich fehlschlagen, wird nicht erfasst, da es keine Kassenleistung ist. Das Bild spricht auch für sich. Bei dem Wort versprochen höre ich oft das Gebrochen bereits heraus. Es kotzt mich an, dass die Armut indischer Patienten von vielen großen Pharmakonzernen ausgenutzt werden. Nein, ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Antwortet laut der WDR-Doku der 87-jährige Inder Yatav auf die Frage, ob ihm klar sei, dass er gerade an einem Medikamententest teilnehme. Das wussten auch die anderen Probanden und Probandinnen nicht. Ich habe schweres Asthma und bin deshalb in Behandlung. Dr. Salil sagte, wir würden die beste Behandlung bekommen. Ich musste unzählige Papiere unterschreiben, auf 10 Seiten. Aber er hat nie gesagt, warum ich unterschreiben sollte, erzählt dann an. Allein zwischen 2007 und 2011 gab es 2038 Testtote. Die Recherche zeigt außerdem, dass Medikamententests kontrolliert werden müssen und dafür muss eine sogenannte Ethikkommission gegründet werden, die diese Aufgabe übernimmt. Aber diese sogenannten Ethikkommissionen existieren nur auf dem Papier. Man zahlt einfach dafür und bekommt den Stempel. Sie prüfen die Studien und die getesteten Medikamente nicht. Viele wissen auch nicht, dass sie bei einer Studie mitmachen. Diese Praxis ist ein klarer Verstoß gegen die Helsinki-Deklaration des Weltärztebundes, wonach Pharmatests nur erlaubt sind, wenn die Probanden vollständig über die Risiken der Versuche aufgeklärt werden und ihnen gesagt wird, dass sie Teil eines medizinischen Versuchs sind. Daher dürften solche Testergebnisse auch nicht bei der Zulassung von Pharmazeutika berücksichtigt werden. Die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde EMA hat sich dazu nicht geäußert. Diese Studien werden trotz Nichteinhaltung der Grundsätze in der westlichen Welt zugelassen. Auch der Verstoß der Helsinki-Konvention wird bei der Zulassung von Medikamenten nicht nachhaltig beachtet.
Das bedeutet für uns schlicht und einfach, dass wir gesundheitsschädigende Medikamente einnehmen könnten. Das ist ein Zitat von Merkel. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen. Das ist doch eine ehrliche Ansage. Ich blende mal das Original ein. Es kotzt mich an, dass es so etwas wie Sumangali überhaupt geben kann. Bei dieser Illustration ist Kik nur als Symbol für alle westlichen Unternehmen, die sich aufgrund der Armut der Drittländer bereichern. Seit 2005 ist laut Zeit bekannt, dass bei der Textilindustrie im Bundesstaat Tamil Nadu das Sumangali-System vorherrscht. Sumangali heißt übersetzt glückliche Braut, was aber nur symbolisch gemeint ist. Denn viele Familien in Südindien müssen traditionell eine hohe Mitgift zahlen, um ihre Töchter an den Mann zu bringen. Für diese Mitgift werden die Mädchen der ärmsten Familien an Fabriken verpachtet. Dort müssen sie über einen fest vereinbarten Zeitraum, meist sind es 3 bis 4 Jahre, arbeiten, dürfen das Gelände niemals verlassen und bekommen dafür am Ende eine Summe von rund 1.300 Euro ausgezahlt. Dazwischen liegen häufig Jahre der Demütigung, Schläge, sexuelle Übergriffe und auch des Hungers. Der Bundesstaat Tamil Nadu ist das Zentrum der indischen Textilbranche. Fast alle der großen westlichen Bekleidungslabels lassen hier produzieren. Befragt man zum Beispiel C&A, Tom Taylor, H&M, S. Oliver oder auch andere, hört man nur Ausflüchter. Mittlerweile ist das Sumangali-System ein Trend geworden und verbreitet sich immer weiter. Es kotzt mich an, dass die bautechnischen Bedingungen in den Drittländern so schlampig sind, dass ganze Fabrikgebäude einstürzen. Hier sieht man die heiße Nadel, mit der die Arbeiter die Billigwaren nähen. Die einzelnen Nähte als hinterlassene Spuren von den Opfern. Es kotzt mich an, dass Menschen im Fernsehen den Zuschauern zum Fraß vorgeworfen werden, da es eigentlich nur eine pure Inszenierung ist. Diese Illustration steht nicht nur für das Schönheitsshow-Format, sondern für alle Talentshows, bei denen nur die Medienmacher die Gewinner sind. Laut Stern sehen die meisten Teilnehmer durch das Mitmachen bei einer solchen Show ihre einzige Chance in ihrem Leben. Einmal an einer Castingshow teilnehmen, so werden Träume wahr. Daran glauben die meisten Kinder und Jugendliche, sie halten die Show für real. In den Sendungen sieht man immer genau, was beim Casting und im Workshop wirklich passiert. Sie glauben, dass es den Kandidaten nach einer Teilnahme richtig gut geht und dass sie gerecht behandelt würden. Aber nur wenige profitieren tatsächlich von ihren Erfahrungen. Einige Kandidaten leiden richtig lange, gerade dann, wenn sie abgewertet werden. Der plötzliche Ruhm überfordert viele, besonders wenn sie sehr jung sind. Man darf bei diesen ganzen Castingshows nicht vergessen, dass es keine Dokumentationen sind, sondern Menscheninszenierungen. Aber die Show must go on, ob nun durch Demütigung, Provokation, Dramatik, Emotion, Sadismus, Vorführung, die Liste ist lang. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Anorexie, aber du kannst mich Anna nennen. Hoffentlich werden wir gute Freunde. In der nächsten Zeit werde ich viel Zeit in dich investieren und ich erwarte das Gleiche von dir. Damit wir zusammen Erfolg haben werden, musst du dünn und fleißig sein. Du darfst nicht viel essen, kein Junkfood mehr. Etwas laufen, vielleicht ein paar Crunches und Sit-Ups, nichts Schweres. Damit du endlich hübsch wirst, verringere deine Kalorienaufnahme und mache gleichzeitig mehr Übung. Um endlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du verdienst, musst du dir einen Tagesplan gestalten. 400 Kalorien, 2 Stunden Sport am Tag. Zeige dich von deiner guten Seite. Und wenn du schon etwas dünner geworden bist, gebe ich dir Selbstbewusstsein. Gott, bist du eine fette Kuh. Siehe dir die Models gut an. Sie sind perfekt dünn und haben weiße Zähne. So kannst du auch sein. Versprochen.
Ich meine es nur gut mit dir. Du musst Selbstkontrolle lernen. So kannst du dein Leben selbst bestimmen. Nur ich alleine werde dich zum Erfolg bringen. Nur ich alleine werde dich reich machen. Und dann, ja, dann kannst du mit den Promis konkurrieren. Denn dann bist du selbst ein Prominenter. Burnout als Symbol des totalen Zusammenbruchs, nicht nur aus einer beruflichen Situation heraus, sondern der Zusammenbruch resultierend aus dem immensen äußeren Druck, den ein Mensch heutzutage aushalten muss. Ob es der Medikamentenmissbrauch ist, bei dem der Inder als Versuchskaninchen zusammenbricht, oder der westliche Mensch durch die falschen Versprechen. Dankeschön, das war's. Zum Nachdenken, das war jetzt ein Haufen unschöne Info, die aber nötig ist, ja, immer wieder sich mal vor Augen zu halten. Also ich denke, Patricia ist auch für Fragen und Sachen dazu da. Das Buch steht auch hier, könnt ihr euch nochmal angucken. Und hängt zum Teil da. Genau, dann machen wir jetzt mal wieder ein bisschen Pause-Teil, ja, wer was trinken will, Klo, rauchen, irgendwas.